Alright, Jungs und Mädels. Also, ich habe hier jetzt eine Gitarre. Das ist gar keine Gibson. Alter, Gibson-Wochen bei Olaf. Warum zeige ich die denn überhaupt? Weil das natürlich erstmal eine total interessante Gitarre ist. Das ist nämlich eine Epiphone Studio LT, also Light. So. Und die hat einen geschraubten Hals, was ja schon mal nichts mit Gibson zu tun hat. Und die hat vor allen Dingen das Ding hier. Diese Kopfplatte, also ich habe es noch nicht so richtig rausgefunden. Was war wohl mal so eine Mode-Avance, ja? Auf jeden Fall habe ich dieser Gitarre richtig fett Gibson-Pickups spendiert. Und zwar 490er und 498. Da war ja schon mal so eine Gitarre gerade mit genau der Konstellation. Da könnt ihr schön vergleichen. Aber hier ist, glaube ich, ein Ahorn-Buddy. Also kein Mahagoni. Tja, und da fehlt auch ein bisschen was am Sound, ne? Ihr werdet es sofort hören. Also, here we go. Klingt natürlich geil, ist klar, ne? Aber sind ja auch Gibson-Pickups, die sind ja schon teuer genug, ne? Olaf, warum spielst du immer den gleichen Käse, damit ihr das vergleichen könnt? Ist doch ganz klar, oder nicht? Ja? So, und jetzt ist doch wohl mal klar und eindeutig bewiesen, wenn ihr euch diese ganzen Dinger immer im Vergleich anhört, ja, dass es selbstverständlich aus Holz ankommt und dass eine Gibson eben doch klingt wie eine Gibson, Leute. Oder? Die haben doch wohl eindeutig einen komplett anderen Ton. Jetzt sind hier richtig fette, teure Gibson-Pickups drin. Das ist das übliche Upgrade, was ganz, ganz viele Epiphone-User machen. Ich bin da eigentlich gar nicht so ein Freund von, weil natürlich so ein Epiphone-Pickup, der bringt ja auch schon einen gewissen Charakter mit sich. Und wie ich es immer sage, eine Gitarre ist ein Konzept. Ja, wenn du natürlich 20 Gitarren hast und willst überall den gleichen Pickup drin haben, immer den super duper Kumpel von Seymour Duncan, ja, dann musst du das machen. Ne? Aber eigentlich kauft man sich eine Gitarre für den Sound, den man haben will. Also würde ich jetzt mal sagen. Aber ich war ja auch mal jung. Na? So, und hier überhaupt, wie findet ihr so diesen Rockstar-Flair? Warte, diesen Rockstar-Flair mit Ventilator und so, das ist schon sexy, ne? Oder? So, also hier Gibson Pickups, auch immer ein gutes Upgrade, tatsächlich. Ist es ein Upgrade oder ist es kein Upgrade? Bei der Gitarre auf jeden Fall, weil die noch nicht mal einen geleimten Hals hat. Ne? So.